Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Paar Hostel Savo. Okay, dieses Intro wird langsam ein bisschen alt. Ich muss mir mal was Neues ausdenken. Willkommen zum Mord- und Totschlagsimulator 2003. Und heute sind wir sinnloserweise einfach mal hier in der Medikit-Kammer gelandet, obwohl wir gar keins brauchen, weil unsere Health-Anzeige immer noch über 100 ist. Aber das ist egal, wir machen's einfach. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen Freihand. Mit unserem Hackebeil. Wo ist denn eigentlich meine Machete ab? Ah, oh, die Sichel, jawohl. Aue. Ja, wie willst du hier durchkommen, ohne dich zu verletzen? Das geht gar nicht. Tja, jetzt müssen wir ein bisschen, müssen wir ein bisschen Tricks anwenden. Jetzt kann es nämlich lustig werden. Hier musst du nämlich durchkriechen. Das kann lustig werden. Wenn du einmal runterfällst, dann war's das. So, ich speichere nochmal kurz. Wir hatten ja gerade noch gespeichert vor dem Part. Also im letzten sozusagen am Ende. Direkt nochmal. Hüss! Na, schaffen wir es rüber? Hüah. Gut, wir haben es gepackt. Respekt an euch, dass ihr noch zuschaut. Bei dem Part hier. Ich glaube, das ist tödlich, dieses Zeug. Na, weichen wir lieber aus. Hüah. Ja, darunter fallen wir jetzt aber auch tödlich. Na komm schon, Dude, du schaffst das. Jawohl, ja. Yay! Geschafft, erstmal speichern. Schwer sieht das zwar aus, ist es aber auf jeden Fall nicht. In dem Spiel ist es total einfach, das zu zocken. Also, dieses Fabrikchen. Oh, ihr solltet den Ton nochmal bitte runterdrehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie gleich nochmal kracht. Also immer schon auf leise halten, während ich aus dieser Fabrik hier fliehe. Ich verpiss mich lieber. Dankeschön. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ah, ich wusste doch, dass sie es nicht hier durchschafft. Ja, wenn die den ganzen Block hier noch mitgenommen hätte, dann hätte ich, glaube ich, gerade gelacht. So, bitte einmal weiter. Dankeschön. Oh, das kenne ich auch noch. Spielen wir ein bisschen Mario. Zum Glück ist es nicht so schlimm wie bei Mario. Wenn du hier runterfällst, dann bist du nicht tot. Jo. Nicht direkt jedenfalls. Wo sind wir denn geblieben? Ups, da müsst ihr nochmal kurz den Ton runterdrehen. Tut mir leid, ich wollte eigentlich nicht so früh sterben. Aber es ist halt jetzt passiert und dann müssen wir damit leben. Tja, Pech gehabt. Ich versuche jetzt komplett direkt mal rüber zu jumpen. Ja, yep, jetzt will uns die Kugel schon wieder zermalmen. Ich muss mal kurz gucken, wo unsere Health Pipes sind. Damit ich schon mal eine auf Lager habe für gleich. Haben wir jetzt echt keine Health Pipes mehr? Nö, anscheinend. Hä? Wo sind denn die hin? Hä? So, jetzt nochmal. Ups. Ops, ops, ja, schon wieder verloren. Ja, das ist auch hier ziemlich bescheuert gemacht. Aber egal, das überlebst du locker, du brauchst dich ja nur kurz wieder auspissen. Komischerweise standen wir unter dem Wassersprengler, wurden nicht gelöscht. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Hier geht's lang, Dankeschön. Das sind aber nette Leute. Was? Was? Also, muss ich jetzt da reinspringen oder was? Ist das jetzt euer Ernst? Da unten brennt das Wasser aber auch. Ja gut, ich spring rein. Uah, Jihad. Ja, ja, knapp am Feuer vorbei. Ach, wir wurden... Pfui, was kommt denn hier raus? Wir wurden einfach wieder rausgespült. Das ist aber schön. Wo ist denn unsere Miets? Damit wir wieder einen Schalldämpfer haben. Ach, hier. La, 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 la. Ey! Man schießt nicht zurück, wenn der Dude schießt. Was? Nondescript War Warehouse. Nee. Ich gehe jetzt mal kurz in die Load Zone. Dann müssten wir auch schon wieder zu Hause ankommen. Und dann ist auch schon Freitag. Der Final Day of the Postal. Danach kommt noch das Wochenende. Das ist eigentlich ein Add-on. Das werde ich aber auch noch spielen. Einfach, weil es Bock macht. So lang zieht sich das zum Glück nicht. Also es ist schon... Ja, es ist schon beträchtlich lang, aber... Es zieht sich nicht ins Endlose.
hope you found a bad touch crotchet. You won't believe what they're selling for online. Oh, I got a crotchet, all right. Yep, definitely. Couple of times. Want to see the cool thing I picked up to kill the weeds with? Ow! You ruined my carpet, you asshole! Sorry, Scheiße. I swear. Der hat da einfach mal die Napalm-Bombe drin gezündet. Zum Glück haben sie es überlebt. Friday, you! Final day of the week, sozusagen. Also of the Arbeiter Week. Was gibt's denn heute so Schönes zu tun? Onkel Daves Geburtstag. Wir müssen ein Paket abholen. Und einen Alternator holen. Fragt nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. The man still keeping him. Ja, okay. Ja, ich guck noch mal durch das Haus hier, wo wir am Anfang auch schon als erstes durchgegangen sind, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Munition natürlich wie immer, eine Health Pipe, die brauchen wir später. So, ich nehme die Waffe hier, rüste die kurz aus. Wo ist denn unser Geld eigentlich hin? Wir hatten doch letztes Mal so viel. Ah ja, genau, die Polizeiuniform haben wir auch nicht mehr. Mussten wir auch ablegen anscheinend. Okay, das ist jetzt eine gute Frage. Ich gehe erst das Paket wegbringen. Das heißt, wir müssen noch mal kurz umkehren und in die Richtung laufen. Passt aber gerade perfekt. Oh Mann, jetzt die Knarre zu ziehen, das wäre mehr als dumm. So, in Richtung der Meat World, mit der wir ja wunderbare Erfahrungen haben. Ja, Entschuldigung, ich tanze Leuten halt gerne auf den Kopf rum. Was? Was? I'm with stupid. Ach so, ich bin immer nur von Idioten umgeben. Anscheinend soll der Typ als schwul dargestellt sein und hinten steht Kick Me drauf. Okay, ein bisschen homophob ist das Spiel schon. Aber zum Glück vertrete ich ja diese ganzen Ansichten nicht. Diese homophoben Ansichten, ich kann es auch bis heute nicht verstehen. Wie man heute im 21. Jahrhundert noch homophob sein kann, aber... Tja, wer halt ein Schwulenhasser ist und ein Lesbenhasser, den soll man halt einfach steinigen heutzutage. Das ist die einzige Lösung, wie diese Leute es kapieren können. So, wo geht's denn dann lang? Nach links oder rechts? Ich hab's irgendwie auch nicht ganz gecheckt. Was? Was ist denn da los? Oh, Osama, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Jawohl! Scheiße! Scheiße. Also, ich hätte mir das Ganze etwas freundlicher vorgestellt. Jetzt wissen wir wenigstens, dass Osama da oben schon in den Büschen lauert. Wir können ihn frühzeitig ausschalten. Ach, da ist auch noch einer. Jawohl, erledigt. Da oben ist er. Da oben ist er, der alte Pisser. Osama hat ja zum Glück nicht so viel Erfahrung mit Moschis gehabt. Na. So, den sind wir auch los. Na gut, mit der Polizei müssen wir uns nicht anlegen, wenn hier die Al-Qaida nochmal unterwegs ist. Alter! Scheiß Bomben! Oh. Ein Glück, dass ich die nochmal abgeschossen habe, sonst hätten die uns erledigt. Ja, wenn das Ding jetzt in die Luft geflogen wäre, wäre natürlich lustig gewesen. Die Armee! Nein! Lasst mich los! Alter! Ich glaube, ich verziehe mich kurz. Ich muss hier irgendwo Schutz suchen. Schutz da, wo nichts ist gerade. Hinterm Fernseher. Da kommt keiner drauf, dass ich hier bin. In der Zwischenzeit nehme ich mir mal kurz, falls ich sie noch habe, die Machete. Aber ich bin immer so ein Optimist. Irgendwie habe ich die gar nicht mehr. Nee. Aber die Sichel, die ist gut. Und jetzt machen wir die Soldaten dafür fertig.
Und die Meats auch. Tja, die Sichel ist halt die übelste Waffe. Ey. Tja, ja. Ein halber Soldat ist halt, ein halber Soldat mehr. Zack. 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 Dass ich den überhaupt noch durchgekriegt habe. So viele Fettschichten. Ey, der hat sogar was zum Kiffen dabei. Das ist aber geil. La 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 la. Officer down. Officer? Du bist doch kein Officer, du gehörst zum SWAT. So. La 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 la. Was ist mit Bazinga? Oh. Warum werden hier eigentlich so viele Leute als schwul dargestellt, offensichtlich? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Also was das angeht, die Homophobie, das verstehe ich echt nicht. Entschuldigung. Do you suppose this is covered by the Second Amendment? Naja, das wunderbare Second Amendment, right? Do you suppose this is covered by the Second Amendment? Ja, renn noch auf den Amokläufer zu, genau, das ist das Klügste, was man machen kann. Ich spiele eine Runde Headcrusher. Wenn es denn mal funktionieren würde. Alter. Alter. Wie viel Spaß das macht, einfach alles zu zerhacken. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich kann nur noch mal jedem empfehlen, sich dieses Spiel zu holen. Ach, der Vogel hängt hinter dem Helm. Da hinten. Osama. Du bist auch hier? It's like bowling. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Tja, die Machete kommt zurück und wir haben ihn vernünftig getroffen. La 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 la. Oh man, I gotta take a wicked leak. Mies. Scheint so, als hätte ich das Ding verloren. Wenn das jetzt lädt und die eine auf die Mütze kriegt, wäre lustig. Geht aber leider nicht. Hä? Hörst du mal auf, dich zu tele... Hä? Ja, wer sich teleportiert, der muss wegen Hexerei verbrannt werden eigentlich. Aber ich war mal nett und hab mit dem Baseballschläger alles erledigt. Ja. So ist das. Viele Kakteen. Fuck. Kann man sich auch schon dran pieksen. Macht Spaß. Ah ne, das war ja die Tür hier. Komisch, die geht nicht mehr auf. Okay. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Erstmal gucken, wo die Sichel ist. Die brauchen wir natürlich. Ist immer schön zu haben. What the hell? Ja, ich weiß. Kannst nicht mehr wegrennen, wenn ich das Ding hab. Eigentlich wollte ich nett fragen, aber wenn ihr so kommt, dann egal. Ups. Der Typ sieht mich gar nicht. Ach, da. Jawohl, wir haben das Paket auf jeden Fall schon mal geholt. Das ist gut. Yeah! Keine Ahnung, was das für ein Paket ist. Ja, ja, er muss unbedingt pissen, aber das ist mir gerade egal, weil ich wenigstens weiß, was dann passiert. Er hat nämlich dann eine Entzündung an der Harnröhre sozusagen. Und dann müssten wir eigentlich nochmal ins Krankenhaus, aber darauf habe ich keinen Bock, deswegen lasse ich das mit dem Pissen. Das kann man sich nämlich sparen. Alter! Showing. Der meint wohl Schwing oder so. Oder Swing. Und genau, Showing statt Swing zu sagen, weißt du, so wie wenn ich zwei sage, dann sage ich auch Zabo. Deswegen. Ist ganz lustig. Yeah, Granate. Wunderbar. Wir haben die tollsten Waffen. Ich hab das vergessen, sorry. Wir müssen zur Klinik. Na gut, dann wissen wir ja schon, wie wir das machen können. Egal, dann machen wir das halt auch noch. Das muss dann noch mit ins Let's Play rein. Und immer wenn wir pissen, dann haben wir so eine komische Brühe. Das ist doch erfreulich. Ja, dann würde ich sagen,
Wir sehen uns dann gleich im nächsten Part von Postal 2 wieder und boah, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Ich bin schon seit über einer Stunde jetzt wieder am Aufnehmen. Ey! Müssen wir es mit dieser Ekelpisse hier auspinkeln? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Hose.